Zwei große Gesprächsthemen gegeben. Zum einen einmal der bevorstehende Abgang von Franz Wolfert, die Torhüterlegende, hat ja angetraut, in der Austria ein Gespräch gesucht mit den Fangruppen der Wiener Austria. Offizielle Aussagen gibt es aber inzwischen vorläufig weder von Club noch von Fanvertreterseite. Zwar deswegen, weil weitere Besprechungen abgewartet werden sollen. Das zweite brandheiße Austria-Thema. Wolfgang Knaller ist Ari Hahns deklarierte Nummer 1. Ungewiss noch die Zukunft von Franz Wolfert. Sicher ist ihm die Dankbarkeit der Fans. Beim GRK kommt Kulowitz nach der Knieoperation von Pamić in die Startelf und spielt mit Milinkovic hinter der einzigen Spitze Ronny Brunnmeier. Im Duell der Meisterschafts-Co-Favoriten, die beide dem ersten Sieg nachjagen, jagt GRK Mandecker Pötscher den Austria-Chilenen Neuer und bringt ihn zur Strecke. Freistoß durch den Slowaken Janočko, die Neuerwerbung. Trojanski und da hat die GRK-Abwehr nicht aufgepasst. Kommt wieder in einen frühen Rückstand. Die Austria führt in der 12. Minute mit 1:0. 4000 Zuschauer bejubeln das erste Austria-Saisontor, das erste Tor der Austria gegen den GRK nach 3 Spielen. Janočko mit seinem ersten Assist im Austria-Dress und Trojanski mit seinem insgesamt zweiten Tor für die Austria. Die Austria zu Beginn mit ihrem 4-4-2 beweglich, schnell, aggressiv. Volleyschuss Michael Wagner. Der GRK ohne Aufhauser, Pamić, Sieg, Hartmann, die sind alle verletzt. Akoto, er ist gesperrt, zu Beginn harmlos. Hier gibt es einen Eckball. Nach über 20 Minuten noch kein einziger Schuss des GRK Richtung Austria-Tor. Eckball Brunnmeier und dieser Kopfball von Ramos kann quasi als erster Schuss des GRK gewertet werden. Nach 22 Minuten. Dokumentiert auch die Überlegenheit der Austria in dieser Anfangsphase. Ja, hier sieht man das Pressing der Austria. Die GRK-Spieler werden immer wieder unter Druck gesetzt. So wird der Ball gewonnen durch Meierleb. Dann wieder Janočko, der von Xanti in Griechenland gekommen ist. Schauen Sie sich dieses Dribbling an. Den herrlichen Pass zu Meierleb. Das 2:0. Christian Meierleb bejubelt sein 150. Karrieretor in Bewerbsspielen und sein 125. Bundesligator inklusive zweite Division, wie sie damals noch hieß. Und herrlich eingeleitet von Janočko mit diesem Dribbling. Zwei Assists durch den Slowaken und wieder, wie beim Heimspiel gegen Tirol, der GRK mit zwei Toren hin. Diesmal reagiert der GRK etwas aggressiver auf den klaren Rückstand. Hammerhauser und Knaller lässt da den Ball wegspringen, aber die Folge nur ein Eckball, der nichts einbringt. Die erste Prüfung für Wolfgang Knaller nach einer halben Stunde. Aber noch ist die Austria in dieser Phase überlegen und dokumentiert das durch diesen Meuerschuss der Chilene mit seiner ersten wirklich gefährlichen Aktion. Und wieder war es eine Unachtsamkeit der GRK-Abwehr, die vorangeht. Allzu fröhlich schauen sie nicht rein, die GRK-Fans. Aber allmählich kommen die Roten Teufel ein bisschen besser ins Spiel. Und der zweite Warnschuss von Ammerhauser. Knaller mit der Faustabwehr. Higgins Kopfabwehr direkt vor die Füße von Ammerhauser. Der Eckball, Ramos. Milinkovic, der neue Spielmacher des GRK.
zweimal Kulowitz und der Drehschuss von Brunmeier. Ein wiederum sehr, sehr schönes Tor, so wie das 2:0 der Austria, diesmal der Anschlusstreffer für den GRK. Auch für die Grazer das erste Saisontor. Und Ronny Brunmeier sorgt für Jubel bei den etwa 200 mitgereisten GRK-Fans. Vorher der beste Torschütze des GRK mit 15 Treffern und ja, lieber GRK ist wieder im Spiel. Austria bringt den Ball nicht weg und Brunmeier nützt das. Es war in der 39. Minute und jetzt sind wir in Minute 40. Hamusch. Wieder Unsicherheiten in der Austria-Defensive. Fehler von Wagner, Schuss Brunmeier, Fehler Knaller und Kopfball standfest, Ausgleich. Nur 80 Sekunden nach dem Anschlusstreffer. Alles wieder offen. 2:2. Fehler von Wolfgang Knaller, der Austria Nummer 1. Und Joachim Standfest mit seinem erst zweiten Bundesligator. Ein Selbstfaller der Austria, die zu Beginn so klar dominiert hat. Und eigentlich entgegen dem Spielverlauf steht es 2:2 nach 40 Minuten. Ja, und das ist auch der Pausenstand. Die Austria-Fans haben zwar ein sehr gutes Spiel gesehen, aber können sich nicht richtig freuen aufgrund der leichtfertig verspielten Führung. Fehler gleich zu Beginn der zweiten Spielhälfte von Lieber und Alma rettet vor Meier. Und Ari Hahn, der Trainer und Manager der Austria, weiht Ernst Baumeister, seinen Co-Trainer, in die Geheimnisse der Fußballwelt ein. Pavlovic, der Slowene, der Neue, hat es verstanden. Gurke gegen Kulowitz, aber der Stangelpass verendet bei Franz Almer. Eine etwas stärkere Anfangsphase der Austria und GRK-Trainer Werner Gregoritsch ein wenig beunruhigt. Auch jetzt, nach diesem Foul an Janoczko, die Zange genommen von Cech und Kulowitz. Der technisch brillante Slowake. Freistoß schießt allerdings Wagner. Der schießt ihn gut. Franz Almer mit der Faust. Und jetzt geht der Cellini Moyer und für ihn kommt ein Debütant in der Max-Bundesliga. Roland Linz, der 14 Millionen Schilling-Einkauf, knapp 19 Jahre alt, der Stürmer von Lyon gekommen. Und jetzt kommt der GRK. Der GRK in der zweiten Hälfte zeigt gepflegten Fußball, kontrolliert das Spiel etwas besser, ist auch mehr in Ballbesitz. Hütter wird in Schussposition gebracht, aber zu ungenau. Adi Hütter in der 52. Minute, eine Viertelstunde davor, für Milinkovic ins Spiel gekommen. Werner Hauser, Pavlovic schaut in der seelenruhig zu, Ramusch mit der Riesenchance und diesmal eine Rettungstat von Wolfgang Knall. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt, der 70 Minuten gespielt hat, die Austria aus dem Spiel heraus nach der Pause noch keine einzige klare Torchance gehabt. Letzte Viertelstunde. Das Spiel auf das Messer schneide. Spannend, nicht mehr so hochklassig wie noch vor der Pause. Fehler Lieper. Linz setzt sich im Zweikampf durch und prüft Franz Almer. Da hat nicht viel gefehlt zum ersten Tor in der obersten Spielklasse für Roland Linz. 21 Tore hat noch immer keine Entscheidung. Die 90. Spielminute. Eckball Ramusch. Von Pötscher bedient, kommt wieder Ramusch an den Ball. Wieder Fehler von Knaller, Akwegbo. Und das ist die Entscheidung in der 90. Minute. Das 3:2 für den GRK und wieder eingeleitet durch einen Fehler von Wolfgang Knaller, der, wie die Zeitlupe gleich zeigen wird, von Martin Hieden etwas behindert wurde. Jubel natürlich bei Gregoritsch und seinem Co. Kegelwitz.
Zum ersten Mal seit 6. Mai 2000, damals Sturm auswärts gegen Rapid, verwandelt eine Mannschaft in einem Max-Bundesliga-Spiel, einen 2-Tore-Rückstand in einen Sieg. Und wieder ein Fehler da aus der Abwehr und von Torhüter Wolfgang Knall. Und Werner Gregoritsch erwartet den Schlusspfiff. Und jetzt steht's fest, der vierte GRK-Erfolg in Serie gegen die Austria. Jubel natürlich beim GRK-Erfolgstrainer Gregoritsch und bei Sportdirektor Peter Svetitz. Während Ali Hahns Austria-Bilanz immer trauriger wird, in 15 Pflichtspielen inklusive Cup, 3 Siege, 3 Unentschieden, aber 9 Niederlagen. 2:0 geführt und dann noch 2:3 verloren. Andreas Felber hat deshalb bei den Interviews mit der Wiener Austria, mit Spielern der Wiener Austria, zum einen natürlich hängende Köpfe gesehen und zum anderen auch fragende Gesichter. Denn alle haben sich gefragt, wie war das möglich? Siegesfreude beim GRK. Ein Bild, das sich nach der 2:0-Führung von Austria wohl niemand erwartet hätte. Wenn wir in Führung gehen, ist es meistens so, dass wir sie zurückziehen wieder. Und das ist ein Riesenfehler und das hat man heute wieder gesehen. Und ich glaube, der GRK selber weiß nicht, wie er heute das Spiel gewonnen hat, aber das ist eigentlich nur eine Dummheit von uns gewesen. Individuelle Fehler mit Goli Knaller im Mittelpunkt. Bei 2 Gegentreffern faustet er den Ball unglücklich weg. Mentale Verunsicherung wegen der Diskussionen um Wohlfahrt lässt der ehrliche Knaller nicht gelten. Ich versuche das beiseite zu schieben. Ich habe auch ein ganzes Jahr gekämpft, damit ich wieder im Sommer wenigstens eine Chance habe, eine gleichwertige Chance habe. Und im Training habe ich mich eigentlich durchgesetzt. Und wie gesagt, und jetzt, wenn ich ein Spiel schlecht mache, glaube ich nicht, dass das meine Leistung der letzten Jahre und auch für die Zukunft drückt. Aufgrund der zweiten Halbzeit finde ich, dass der Erfolg verdient war. Und die Austria muss ich aber an der eigenen Nase nehmen, dass die Spiele nicht nach Hause geschackelt haben. Wir haben